Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Auf du wachst! Das reicht! North sieht so total schick aus. Und was machen wir jetzt? Na, Markus, was machen wir jetzt? Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Wow. Man sieht, die Situation spitzt sich echt zu, so langsam. Und hier ist was zu lesen. Was will ich zuerst lesen? Wir fangen mit einer kleinen Lesestunde an. Wer ist es? Die Frage, die jeden interessiert. NATO-Sicherheitsrat über arktischen Disput gespalten. UN warnt vor Dritten Weltkrieg. Im Anschluss an die Piratensendung in Detroit wollen wir wissen, wer ist dieser Androide? Eine staatliche Ermittlung läuft, um den Androiden aufzuspüren und zu neutralisieren, doch bezüglich der Details sind die Gesetzeshüter äußerst einsilbig. Augenzeugen berichten, dass der Droide mit Komplizen in den Stratford Tower eingedrungen ist, dem Zentrum des Detroiter Lokalfernsehens. Die Androiden waren bewaffnet und organisiert. Sie befolgten eindeutigen Anweisungen dieses geheimnisvollen Anführers. Was uns zum wahren Rätsel dieser Situation führt? Woher kam der Androide? Wie konnte er gewaltbereit werden und welche Art Fehlfunktion erklärt ein solches Verhalten? Bis das FBI das Ergebnis seiner Ermittlungen bekannt gibt, können wir nur mutmaßen. Doch eins ist klar, die Spekulationen werden andauern, bis dieser gefährliche Android zerstört ist. Eine aktuelle Studie spricht sich dafür aus, ein Android als Präsident. Weniger als 5% der Mitglieder auf Dating-Webseiten weiblich. Polizei nutzt Marketingdaten, um Kriminelle frühzeitig zu identifizieren. Eine aktuelle Expertenstudie hat herausgefunden, dass Androiden in diversen Regierungspositionen, einschließlich der des Präsidenten, effektiver wären als ein Mensch. Neben ihrem Arbeitstempo und ihrem praktischen unbegrenzten Gedächtnis sind Androiden unbestechlich und unempfindlich gegen jede Form von Druck. Klare Ziele vorausgesetzt, können sie die richtigen Schritte unternehmen, um diese zu erreichen, ohne sich über Beliebtheit oder Wiederwahl sorgen zu müssen. Ist ein Android der Präsident der Zukunft? Einem Expertengremium zufolge ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die öffentliche Meinung bereit ist, den Gedanken zu akzeptieren. Im Licht des jüngsten Korruptionsfälle und der schweren politischen Fehlentscheidungen der letzten Jahre glauben viele, das sei die beste Möglichkeit, unsere Demokratie zu bewahren. Naja, wenn man sozusagen wählen lässt, auch was sind die wichtigen Punkte momentan? Und die Leute entscheiden sich für Umweltschutz und Arbeitslosenrateverringerung, dann könnte der Android wahrscheinlich genau das bewirken, weil er halt darauf programmiert wird, das zu tun, was die öffentliche Meinung von ihm will. Darauf habe ich lange gewartet. Wir kämpfen mit North zusammen, also hier. Na los. Markus, hier lang, schnell!
Warum sind hier Polizisten? Was hätten die Rückspiegel? Ist okay, sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Ach du Scheiße, okay. Oh je, je, je. Der Laden ist hier drüben. Ne, das ist nicht das, wo wir mit Markus angefangen haben. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Töpchen. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Wir müssen die Alarmanlage ausschalten. Siehst du das Alarmsystem? Wir haben eine Kamera. Gefunden. Wo fangen wir an? Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Wir können ihn einfach umwandeln. Die arbeiten sogar gerade am Sicherheitszugang. Befrei die beiden. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Wow. Okay. Marcus, Achtung! Wieder raus hier. Gut gemacht, Markus. Wir müssen jetzt schnell wieder hin, Markus. Laufen, laufen, komm schon. Haben wir jetzt hier nicht noch mehr? Okay, da drüben ist irgendwas. So. Ist ein Müllauto oder so? Damit kommen wir durch das Schaufenster. Erkunde das Gebiet. Ja, okay, warte mal, was haben wir jetzt hier noch? Und hier noch Droiden, die können wir umwandeln. Hallo? Hallo, danke. Du bist frei. Ja, das ist schön und gut, aber wir wollen eigentlich noch da drüben. So. Sind auch noch Androiden. Bald seid ihr bei uns.
Wir erkunden noch schon das Gebiet, aber ich weiß halt nicht, was noch fehlt. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Irgendeine Statue für Humanität. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Andere Kameraansicht, danke. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer ran. Okay. Okay. Das müsste wahrscheinlich auch gehen, aber ist auch der falsche Ort. Das wäre zu weit weg. Ist auch zu weit weg. Das geht. Marcus! Marcus, komm her! Wir müssen nur hoch. Wie? Wie? Ja, es ist mir klar, wir konstruieren wieder vor. Okay. Mach hoch. Das wäre zu spät, okay. Also zurück. Dann da hoch. Und dann kaputt machen. Dann tu das genauso, wie wir es gerade zuletzt gedingsend haben. Los. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Wir brauchen eine Blockade. Für den Verkehr. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Wie dann? Was? Okay. So. Umwandeln. Schneller. Du bist jetzt frei. Jetzt können wir das dahin schieben. So, jetzt stört uns keiner mehr. Okay. Jetzt müssen wir den Laster stehlen. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Ach schon. Shit. Achso, wir springen einfach drüber, war mit dem Laster. Na dann. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Sind wir schon dabei? Was würdest du nur ohne mich machen? Aufbrechen. Sehr schön.
Ist es denn schon soweit? Wie viel Zeit haben wir denn noch? 7 Minuten, na toll. Ja. Wir haben aber alles gesichert. Drei Minuten statt 10. Aber wir haben Autopilot. Sind wir nicht zu früh? Wir müssen abwarten. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Wir sind zu früh. Oh. Und jetzt schnell. Los, Markus. Schnell. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Ich dachte schon, ich habe jetzt weniger Zeit. So, schneller. Er macht immer ein Podest komplett. Komm. Ich dachte schon, die muss ich jetzt einzeln machen. Wie spreche ich mit ihm? Sie sieht aus wie North. North, alles okay? Holen wir sie heraus. Okay, wo muss ich hier noch mit denen zu reden? Doch, jetzt hier. Oh, wieder eine epische Ansprache von Markus. Mein Name ist Markus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Markus! 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 Oh, North ist jetzt unser Gefährte. Und ich bin Anführer. Ja. Oh, komm. Dann folgt mir. Ja, dann lauf auch. Markus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Die Monitore, Markus!
Markus. Führe und sie folgen. Markieren. Ich muss jetzt ein Symbol auswählen. Ich mag den Kreis. Dann tun wir das mal. Markiere Bänke. Wir haben einen Traum. Da hinten. Was können wir hier tun? Hacken. Wir markieren. Noch mehr Markierungen. Yeah. Markierungssymbol. Los. Markieren wir hier nochmal. Nochmal Symbol. Moment, was kann ich an der Straßenlaterne tun? Hallo? Hacken. Also die machen mir alles nach. Hier ist nix. Oder haben wir ihn jetzt genug verändert? Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Was? Was? Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Nein, ich will das nicht. Was ist denn passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Wer?
Polizisten. Oh mein Gott, ist das jetzt das Ende für Markus? Oh, ich treffe nur schlechte Entscheidungen heute. Oder wie? Wir haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Markus. Sie müssen bezahlen. Nein. Nein. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Nein. Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyber- Oh mein Gott, ich hoffe, ich bereue das nicht. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere... Terroristischer Angriff? Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Sie drehen alles um. Dies, der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Nein. Oh Mann, wir haben es doch friedfertig gemacht. Irgendwas... Oh mein Gott, haben wir wieder viel übersehen, Leute. Natürlich, es gibt immer zwei Möglichkeiten, was wir hätten machen können. Wir hätten noch sehr viel mehr machen können. Wir hätten schon vorher auffliegen können, hier durch die Drohne. Oder so. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das Verschonen der Polizisten hat anscheinend auch hier, man sieht es, einen neuen Weg freigeschalten, irgendwas unlockt. Oh mein Gott, ich bin so... Oh. Ja, wie es weitergeht und was sonst noch alles passiert, seht ihr beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.